Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Kleine, glibberige, hüpfende... Alter, was ist da? Cool. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zurück. Ich will jetzt mal eben ganz schnell... Köder basteln. Komm her, mein Kleiner. Komm, ey, nicht weglaufen. Nein, komm zu Papa. Komm zu Papa. Hey, guck mal. Guck mal. Hey, was bist du? Nee. Alter. Nee. Aha. Der Wahnsinn. Okay, gut. Ja, wir müssen hier so ein bisschen Strukturen gucken. Ich habe das Korvax-Wort für du gelernt. Das ist der Wahnsinn. Ich kann jetzt du sagen. Cool. Wie sollen hier rein... Oh, hier ist es... Oh, toxisch. Sind das kleine Gehirne? Nein. Was war das? Irgendwas hat hier gerade gevibriert. Moment. Hier war ich schon. Moment, da habe ich mich doch beim letzten Mal schon so gefreut, dass es hier... Da. Arsch. Komm hier, du. Das gibt's nicht. Wir brauchen unbedingt einen, ne? Weißt Bescheid. Weißt du Bescheid. So, hier wollen wir jetzt einmal... Gesundheit aufladen. Nö. Ja. Exemplar erforschen. Auch gut. Ich suche das verlassene Gebäude nach Nanit. Joa. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Hallo? Anscheinend doch nicht. Oh nein. War ich hier schon? Habe ich hier schon mal... Ich war hier schon und... Finde einen Multiwerkzeugtechnologiehändler. Aber. Wirklich? Geht er wieder gut los. Danke. Moment, habe ich nicht gerade meine Gesundheit wieder aufgefüllt? Oder etwa nicht? Ah, nein, Alter. Meins. Starten bitte. Einmal raus hier. Müssen die das dort machen, Alter? Ich erschrecke mich doch. Ey, Mann! Gut, finde einen Multiwerkzeug-Technologiehändler. Alles klar. Ich komme. So, wieder 30 Sekunden. Ach nee. Boah, ich werde alt. Ich werde alt. Oh, Leute, Leute, Leute. Ja, holen wir uns jetzt ein bisschen Technologie. Ich schätze mal, wir müssen irgendwas verbessern, aber ich weiß nicht was. Oder vielleicht dürfen wir uns eine Waffe bauen oder so. Ich meine, wir haben schon diesen Plasmawerfer. Also den haben wir noch nicht, aber wir haben zumindest den Bauplan. Ist ja schon mal etwas. So, ordentlich zielen hier. So. Finde ich relativ nett, dass es das gibt. Diese Einparkhilfe, sage ich mal. Nö. Ne? So.
So, raus hier. Und rein da. So, Mr. Multiwerkzeug-Technologiehändler. Technologiekaufmann. Ha. Oh, das will ich haben. Waffenterminal. Okay, ich verstehe. So. Aha, ich verstehe nur zu Furcht alle. Ist normal, ist ja Corona und so. Nanithaufen anbieten. Alles klar. Was? Ja, das wissen wir schon. Installiere den. Was? Gut. Ach, da. Ach, die habe ich noch gar nicht fertig gebaut. Oder? Ja. Huch. Hä? Ach, Tisch. Alter. Ja, das finde ich auch nicht schön. Müssen wir mal gucken, was wir, wenn wir Kohle zur Verfügung haben, was wir uns für ein schickes, schnickes Schiff besorgen. Wir brauchen einen Kabelbau, wofür wir, glaube ich, kein Geld mehr haben. Scheiße. Unglaublich. Scheiße, Scheiße. Sauerstoff, nein. Magnetisiertes Ferrit. Es tut weh. Es tut auf jeden Fall weh. So. Sag mal da, Kohlenstoff brauchen wir auf jeden Fall. Alles klar. Kaufen. Huch. Kabelbaum. Scheiße. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder Scheiße gemacht und. Was ist das? Neuralstimulator. Alles klar. Was brauche ich dafür? Nein! Scheiße. Na gut, können wir gleich machen. So, erstmal hier Übersetzer. Verschieben. Nein. Okay, auch nein. Ach, warte, das habe ich auch noch nicht fertig. Ja. Nee, egal. Gut, guck mal, wir müssen. Blitzwerfermodul. Installieren. Ich habe keinen Platz mehr. Ich. Technologien, ja gut. Muss ja jetzt das sein, ne? Was ist das? Achso, der Übersetzer. Ja, toll. Scheiße. Ah. Okay. Ich weiß nicht genau, ich schätze, ich werde zwischen den Folgen nochmal ordentlich Ressourcen sammeln gehen. Na? Weil das dauert ja schon, das nimmt ja schon relativ viel Zeit in Anspruch. Was haben wir da? Gold, naja gut. Wenn wir jetzt eine Menge Gold und Silber hier abbauen, müssten wir uns eigentlich die Ressourcen, die wir brauchen, kaufen können, aber. Na ehrlich, das macht ja eigentlich. Ach, ich weiß es auch nicht. Huch.
Achso, warum nicht? Ich wollte landen. Habe ich hier nicht eben Gold rausgekriegt? Warum ist da jetzt Silber drin? Ja, ich weiß, er ruft an. Ich war. Ach komm. Du bist nicht allein. Ich weiß. Ich kenne dich, Reisender. Ich weiß, wo du warst. Ich weiß, wo du hingehst. Kein Grund zur Eile. Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du uns finden. Was? Aber... Tschüss! Oh, hoch. Nope. Laser, bist du bereit? Das solltest du sein, denn dieser Job wird es in sich haben. Du wirst womöglich eine ganze Weile nicht zu deiner Basis zurückkehren. Ja, komm. Es gibt ja Raumstationen. Schön, die Jagd kann beginnen. Ich habe auf deiner Welt eine Korvax-Einrichtung entdeckt. Die Störung in deinen Übertragungen ist ein Hinweis. Der Korvax könnte sich aber als andere Spezies ausgeben. Lass dich nicht täuschen. Die Synthetischen haben ihre Freude an der Spionage. Ich bin kein Roboter. Ich wurde so wie du geboren. Das hier ist aber keine Welt des Fleisches. Mein Gehirn, meine restlichen Organe. Alles wurde in diese Hülle transferiert. Das bin ich. Kein Grund, Mitleid zu haben. Ich konnte mich zur gegebenen Zeit rächen. Was geschehen ist, ist geschehen. Also, gehen wir doch mal davon aus, dass die Wächter diese Portale benutzen, um herumzukommen. Wie werden sie aktiviert? Wir müssen sie beobachten. Wir müssen sie anlocken. Und was gäbe es Besseres als den Angriff auf eine Korvax-Fabrik? Wächter und Korvax sind beide Roboterlebensformen. Sie haben zu viel gemeinsam. Das ist mehr als nur Zufall. Betritt die Fabrik und hacke das Terminal. Wenn wir Daten über die Wächter bekommen, gut. Wenn nicht, dann haben wir so viele angelockt, dass wir die Energiesprünge auf deiner Welt verfolgen können. Dann gehören die Portale ganz schnell uns. Okay. Klingt ja schon mal nach einem Plan. Geister in der Maschine. Durch Infiltration einer Korvax-Anlage die Wächter anlocken. Rot. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Verdächtige Korvax-Anlage. So. Jetzt ist natürlich meine Frage. Ich will hier weitere Plätze. Was? Ich will hier... Warum geht das nicht? Warum? Warum? Hä? Scheiße. Verdammte Kacke. Installieren auf den... Nicht. Ja, ne, gut dann, ja. Ah, habe ich Idee. Technologie verschieben. Einmal nach Dor. Ach, das geht auch nicht. Ja, cool. Egal. Egal. So, 30 Sekunden, wie auch immer. Sternknoppe. Kupfer, Paraffinium und Kobalt. Okay, regnerischer Planet. Ich hoffe mal, das ist kein saurer Regen. Denn das wäre gar nicht mal so cool. Was? Interessantes Objekt in der Nähe entdeckt. Werde langsam um das Objekt zu versuchen. Was zur Hölle? Verfallener von mir. Geil. Ey, nicht.
Den wollte ich mitnehmen. Tut mir leid. Toll, Silber. Silber. Okay. Können wir hier irgendwas machen? Jetzt mal ehrlich, kann man hier... Wahrscheinlich nicht, oder? Ich wollte es nur ausprobieren. Ich wollte es nur ausprobieren. Ja, cool. Gefällt mir. Finde ich gut. Wenn sowas überall so ein bisschen verteilt rumschwebt, fliegt, schwerelos. Mega. So. Wir sind wieder zurück. Eintritt in Atmosphäre. Okay. So, ich würde sagen, wenn wir das infiltrieren sollen. Obwohl, wir haben einen Parkplatz, dann benutzen wir den auch. Wenn sie einen haben, dann warum nicht? Stimmt's oder habe ich recht? Doch bevor wollen wir mal eben ein bisschen Kohlenstoff mitnehmen, wa? Ne, Kohlenstoff. Verdammte Axt. Okay, komm, das nehmen wir auch mit. Oh fuck. Oh fuck. Aber ich kann da nichts mehr einbauen. Scheiße. Hey, es geht nicht. Kann ich das wenigstens irgendwo anders hin verschieben? Naja, das geht auch. Moment. Ach, verdammt. Ich verstehe. Ich verstehe, glaube ich. Lass mich in Ruhe. Finde ich gar nicht mal so cool. Kann ich das denn jetzt ablegen? Nicht aufladen, nein. Verschieben. Will ich... Warum nicht? Oh, scheiße. Ja, und jetzt? Na okay, kann ich wieder... Alles klar. Oh nein. Scheiße. Kohlenstoff-Nanorohr, 3 Stück. Super. Super. 1, 2, 3. Ja, cool. Ich bin begeistert. So. Kupfer. Irgendwo. Kobalt. Kobalt. Kupfer. Gut. Bleibt ja nichts anderes übrig, wa? Warum nicht? Warum kann ich hier nicht landen? Hä? Jungs? Warum geht das nicht? Hä? Warum? Hä? Verstehe nicht.
Ernsthaft, ich verstehe es gerade nicht. Warum kann ich nicht landen? Hä? Jungs, hallo? Kann ich hier nur in diesen... Will mich verarschen? Moment, ich bin doch gerade... Verstehe ich nicht. Na gut. Wir haben das Wort für gelernt. Sehr schön, für. Ja, cool. Der Wahnsinn. Gut. Gehen wir zu Fuß. Zum Kupfer. Alles klar. Nein, stopp. Vorher. Das sieht ja schon ein bisschen niedrig aus, ne? So. Nehme ich. Aber das sieht so anders aus. Naja. Was zur Hölle? Kupfer, ich komme. Ich komme. Ich muss aufladen, warte. Es tut mir leid, es zieht sich alles ein bisschen. So. Ja, reicht erstmal. Reicht erstmal. Gut. Ach ja, wollen wir noch mal ein bisschen Kupfer abbauen. Scheiße, warum habe ich das nicht alles vorher gemacht? Und warum ist mein Multi-Werkzeug-Inventar so klein? Eine Scheiße. Ach Gott. Ach Gott. Okay, warum konnte ich hier nicht landen? Oh! Zu spät gesehen. Arschloch. Du Arschloch. Hä? Warum? Achso. Oh. Ach ja. Ach ja. Ja, der Stress mit der Arbeit im Moment macht mich ein wenig mürbe. Dass man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Aber das ist ja nicht nur mein Problem. Das haben ja eigentlich alle in letzter Zeit. Mein Chef versucht jetzt auch schon echt alles, dass wir genug Arbeit haben, dass wir... Oder dass er irgendwie die Löhne zahlen kann. Ist halt echt bescheiden, wenn keine Veranstaltungen mehr stattfinden im Eventbereich. Bis jetzt geht's noch. Wir haben noch ein paar Überstunden angesammelt, aber... Mal schauen, wie lange das so weitergehen soll. Mal schauen, wie lange das so weitergeht. Egal. Hä? Wir sind hier, um zu zocken, nicht um zu weinen. Wir sind hier wegen dem Kupfer. Wegen des Kupfers. Oh ja. Hallo? Nee. So. Wer macht hier diese Geräusche? Ach, das sind diese kleinen Knuddeldinger. Gut. Raffinerie. Metallplatten. Ich warne euch, wenn ich keine Metall... Okay, ganz ruhig. Kriegen wir hin. Kriegen wir... Oh, Kohlenstoff. Oh, falsch. Oh, Kohlenstoff. Mega. So.
Ah, da ist der Laser nicht gut genug. Ferritstoff. Jawohl. Dafür auch nicht. Ich muss gleich einfach mal gucken, wie man dieses Inventar größer kriegt. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, wenn ich das upgraden muss, ne? Zum Upgraden. Was wollte ich jetzt machen? Raffinerie. So. Nein, Metallplatte. Ey, ich sag euch, mein Kopf ist so matschig zurzeit. Ich kapier es nicht. So. Lüppet. It lüppet. So, ne? So. Starten. Ja, ein bisschen Kohlenstoff. Verdichtet oder nicht? Ich komme. Naja, gut. Ja, hier Muni brauche ich nicht. Noch nicht. Sauerstoff. Oh Gott, ey, haben wir so eine kleine Sauerstofffarm. Das wäre mega geil. Wenn man das irgendwann selber anbauen könnte, ne? So. Boah, guck mal. Mega. Mega. Was ist das denn für ein Wurm, Alter? Ach, der gehört dazu. Das ist auch so einer. Cool. Oh. Drei Stück noch. Vier. Das ist der Wahnsinn. Ich bin begeistert wie ein kleines Kind. So. Können wir? Können wir. Was wollte ich jetzt machen? Was? Alter, ich hasse mein Leben. Oh, nein, Alter. Ganz ehrlich, nein. Aber ich brauche Kupfer. Kupfer. Da. Irgendwas vielleicht näher? Nee, ne? Ja! Cool. Nee. Nein, nein, nein. Tag. Och Mann, ey. Das macht mich gerade ein bisschen fertig. Ein Scheiß. Ich glaube, ich mache hier demnächst auch mal eine Pause. Ich weiß, es ist ein cooles Spiel und es sind mega geile... Entschuldigung. Mega geile Welten. Was man hier alles entdecken kann und bauen kann und herstellen kann. Und unendlich viele Möglichkeiten. Aber diese langen Wege. Ich glaube, ich muss mich insgesamt hier mal ein bisschen schlau lesen. Und dann eventuell auch ein kleines Vehikel bauen. Aber wie gesagt, erstmal, vielleicht mache ich offline auch so ein bisschen noch Ressourcen sammeln. Mal schauen. Batterie ist fast leer. Ja, cool. Gut, Leute.
Wir haben es geschafft, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Es werden wahrscheinlich jetzt erstmal noch ein paar Folgen kommen und ich werde auch nochmal was zu sagen, aber ich glaube wirklich, dass ich eine Pause einlegen werde. Ja. Ich werde jetzt hier noch die Ressourcen, also ich werde das jetzt offline machen, die Ressourcen hier sammeln. Dann werde ich zum Raumschiff wieder zurückgehen und da werden wir dann auch die nächste Folge starten. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß, ihr hattet Spaß, ihr habt weiterhin Spaß und Bock auf Spaß. Ja, und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.